Dann bin um 7 Uhr rüber, 19 Uhr, habe gesagt, ich gehe jetzt nochmal mit dem Hund und dann schicke ich dir den Hund rüber und mach auch noch Armbrot. Da war noch alles in Butter da drüben. Das sind 3,90 Meter von der Tür bis zu der Tür. War kein Streit gewesen. Wenn es laut gewesen wäre, dann wäre ich ja sofort drüben gewesen. Ich habe das Essen hier zubereitet und habe dann angefangen hier die Spiegeleier. Wir wollten stramm Max machen. Und auf immer ging die Tür auf, kam er rein und hat gesagt, dass der ihm ein Messer in die Brust gesteckt hat. Ich habe gedacht, er macht einen Scherz. Er hatte ein T-Shirt von mir an. Ja, dann hat er so runtergezogen und dann habe ich gesehen, dass das komplette Messer da drin war. Der Griff war nicht mehr drin. Wo ich das gesehen habe, habe ich ihn hier dann hingesetzt, bin dann rüber gerannt und habe seine Freundin gerufen, ruft bitte die Feuerwehr. Dann kam er mir wieder entgegen, hat gesagt, ihm wird schwarz vor den Augen, dann habe ich ihn auf sein Sofa gelegt und bin dann dem Mann hinterher. Ne? Ich habe dann auch den Mann dann gleich auf den Boden geschmissen, wo ich ihn dann auf der Straße dann erwischt habe. Er hat nur unten dann noch gesagt, was habe ich gemacht? Und halt nur um Hilfe gebrüllt. 12, 13 Minuten gleich war die Polizei dann hier gewesen. Dann halt bin ich gleich hochgerannt mit den Sanitätern. Die haben ihr Bestes gegeben, aber nicht mehr geschafft.